In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du deinen Schülern lange URLs bzw. Webseitenadressen einfach weitergeben kannst, sodass sie sie nicht abtippen müssen. Dazu gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Das eine ist, man kann sie ihnen als QR-Code weitergeben. Das hast du bestimmt auch schon gesehen. Und die andere Variante ist, dass man sie als Kurzlink weitergeben kann. Die beiden Tools findet man auf ganz vielen Webseiten. Microsoft Edge bietet aber eine Möglichkeit, das mit einem Tool relativ einfach zu machen. Das möchte ich dir zeigen, wie das funktioniert. Ich habe hier einen Artikel, den ich gerne weitergeben möchte, und man sieht, da hat es eine sehr, sehr lange URL, die ich unmöglich abschreiben kann. Ich habe nun die Möglichkeit, ich gehe hier auf die drei Punkte beim Browser Edge aus Windows und gehe auf den Menüpunkt Erweiterungen. Dann kann ich hier Neue entdecken. Ich klicke deshalb hier auf Erweiterungen für Microsoft Edge abrufen. Und jetzt kriege ich hier eine riesige Auswahl. Gebe einfach URL ein, drücke Enter und jetzt hast du hier gleich zu oberst den URL-Verkürzer. Und um diese Erweiterung zu installieren, kannst du hier Abrufen klicken. Ich möchte die Erweiterung hinzufügen. Und jetzt wird die installiert. Man sieht hier jetzt das neue Symbol, das entstanden ist. Und mit dem kann ich nun diese langen Adressen verkürzen. Wie funktioniert das? Ich habe hier meine lange Adresse, die ich gerne in Kurzform weitergeben möchte. Jetzt kann ich einfach hier auf dieses neue Symbol klicken. Und ich sehe jetzt dieses Add-on, das aufgeht. Das ist dieser URL-Shortener. Ich habe hier nochmals die ganze Adresse und hier jetzt die verkürzte Version und könnte die kopieren und weitergeben. Notfalls auch abschreiben lassen. Das ist noch möglich bei der Länge. Und ich habe gleichzeitig einen QR-Code, den ich kopieren und weitergeben könnte. Das Ganze kann man hier noch in den Nachtmodus umstellen, dass es ein bisschen besser lesbar ist, je nachdem, wie man es gerne hätte. Und das war's dann auch schon. Mit den beiden Varianten kann ich den Link weitergeben. Ich könnte hier auch selber einen Link einfügen, wenn ich will, den hier löschen und eine andere Adresse eintippen. Bei so einer Kurzadresse ist allerdings der gekürzte Link dann länger, das macht keinen Sinn, aber ich kann so relativ schnell und einfach auch einen neuen QR-Code für eine andere Adresse erstellen. Sollte ich dieses Add-on irgendwann nicht mehr brauchen oder lieber wieder loswerden, kann man hier oben mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen, ich möchte das aus Microsoft Edge entfernen. Nochmals entfernen drücken und ab jetzt ist es nicht mehr verfügbar. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinen verkürzten Links, die du ab jetzt deinen Schülern weitergeben kannst.